Plastiksteinchen und noch kein Ende. Nach Lego Star Wars, Lego Batman und Lego Indiana Jones bringt der Entwickler Traveller's Tales nun Lego Harry Potter. Und das zu einem recht ungewöhnlichen Zeitpunkt. Der letzte Film um den bebrillten Zaubererlehrling ist nämlich bereits vor über einem Jahr erschienen. Und bis die Verfilmung des siebten und letzten Buches seinen Weg, übrigens als 3D-Zweiteiler, in unsere Kinos findet, ist es noch lange hin. Egal, denn Harry Potter-Fans von jung bis alt sind rund um die Uhr Harry Potter-Fans. Und für genau die ist dieses Spiel hier wie gemacht. Spielerisch bleibt, und das wundert uns nach den bisherigen Lego-Titeln ganz und gar nicht, alles beim Alten. Sie laufen und hüpfen mit Plastikfiguren durch 3D-Landschaften und spielen die Handlung der Filmvorlage nach, in dem Fall die der ersten vier Bücher. Klar, dass sie dabei jede Menge bekannte Orte erkunden dürfen, wie etwa hier die Winkelgasse, in der wir gemeinsam mit Hagrid auf Shoppingtour gehen. Herz und Ausgangspunkt für alle Hüpfabenteuer ist, wer hätte es gedacht, Hogwarts. Die große, stimmig nachgebaute Zaubererschule steckt, typisch für die Lego-Serie, voller Geheimnisse und versteckter Boni. Überall gibt es Dinge kaputt zu machen, Items zu entdecken und Münzen zu sammeln. Die Liebe zum Detail, die Telltale Games hier an den Tag legt, ist hoch und steckt sogar das in dem Thema enorm starke Lego Star Wars. Apropos Star Wars, natürlich dürfen auch unsere Magier-Azubis Gegenstände durch die Gegend schweben lassen. Nur sind es hier halt keine Jedi-Kräfte, sondern der Zauberspruch Wingardium Leviosa. Und anders als in den bisherigen Lego-Spielen dürfen wir bisweilen sogar selbst bestimmen, wo genau die aufgegriffenen Gegenstände landen sollen. Eine nette Idee, wenn auch häufig arg fummelig. 8 Zaubersprüche gibt es, die sie im Verlauf des Spiels während diverser Unterrichtsstunden lernen und so quasi freischalten. Natürlich jeder einzelne mit einem speziellen Aufgabengebiet. Lumos etwa verscheucht feindlich gesinnte Schlingpflanzen. Und mit dem Unsichtbarkeitsmantel seines Vaters kann sich Harry an Gegnern vorbeischleichen. Dass Ron hier zwar zu sehen ist, aber nicht angegriffen wird, nun ja, ein etwas unlogisches Detail. Das nur am Rande stört, denn Lego Harry Potter ist ohnehin auf Koop ausgelegt und alleine wäre Harry hier sowieso nicht weitergekommen. Die unterschiedlichen Fertigkeiten der Helden sind allesamt toll in die, wenn auch wenig anspruchsvollen Rätsel eingebaut und zudem etwas kreativer als in Lego Indiana Jones. Rons Ratte Kretze etwa kann als einzige enge Rohre entlang krabbeln und entlegene Schalter drücken. Und Hagrids Hund Fang buddelt vergrabene Bausteine aus, die Zauberer dann wiederum mit Wingardium Leviosa zusammensetzen können. Auch die Bosskämpfe sind etwas kreativer gestaltet als im direkten Vorgänger. Dem Troll aus dem ersten Buch etwa kommen sie nur bei, wenn sie ihm im richtigen Moment Gesteinsbrocken um die blauen Ohren pfeffern, ihn dadurch betäuben und schließlich seine eigene Keule auf den Kopf fallen lassen. Kehrseite der Zugänglichkeitsmedaille, Lego Harry Potter ist dadurch zu einfach geraten. Das dramatische wie hochspannende Schachspiel im Finale von Harry Potter und der Stein der Weisen etwa ist ein lapidares Markieren und Aktivieren der Figuren, egal in welcher Reihenfolge sie das tun. Fortgeschrittene Spieler wird das chronisch langweilen, zumal ihnen das Programm zu jeder Zeit sagt, was als nächstes zu tun ist. Hier schreit eine Alraune, dann ab in den Kleiderschrank, Ohrstöpsel reingepfropft, das kreischende Biest aufgeklaubt und im nächsten Blumentopf eingepflanzt. Insbesondere jüngeren Harry Potter Fans spielt diese Designentscheidung jedoch geradezu in die Hände, denn so bleibt ihnen genug Zeit, die perfekt eingefangene Stimmung der Vorlage ganz ohne Frust aufzusaugen. Oder über bekannte Szenen aus den Filmen zu lachen, die vom Spiel auf serientypisch charmante Pantomime-Art durch den Kakao gezogen werden. Kaum zu glauben, aber mit Lego Harry Potter findet die dahindarbende Serie zu alter Größe zurück. Vor allem die ganzen Kritikpunkte aus dem Vorgänger Lego Indiana Jones 2 sind ausgemerzt worden, zum Beispiel diese langweiligen Fahrzeugsequenzen und diese nervigen Fleißaufgaben. Zudem ist dieses Spiel so liebevoll wie seit Lego Star Wars 2 nicht mehr. Wer also nur ein kleines bisschen was für Hüpfabenteuer und vor allem für Koop-Hüpfabenteuer übrig hat und auch für diese Plastiksteinchen, der sollte sich Lego Harry Potter zulegen.